Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens. In diesem Video geht es heute um einen Exzenterschleifer, genau gesagt um den Akku-Exzenterschleifer von Bosch, den GEX 18V125. Wir schauen ihn uns mal genauer an, ob er was taugt. Ja, haben wir mal ganz schnell bestellt. Und wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Fangen wir gleich mit dem Lieferumfang an. Im Endeffekt wird der GEX in einer L-Box geliefert oder beziehungsweise man kann ihn auch im Karton bestellen. Ich habe ihn jetzt hier bestellt mit der L-Box. Ja, da ist der Schleifer selber drin, ohne Akku, ohne Ladegerät und noch ein Schleifpapier. Prima. Jetzt wollen wir uns mal im Detail ein bisschen genauer anschauen. Und da hole ich euch jetzt mal her. Fangen wir mal an. Wir haben hier eine Leerlaufdrehzahl von 6.000 bis 10.000 Umdrehungen pro Minute oder Drehzahl pro Minute. Wir haben eine Schwingzahl, Leerlaufschwingzahl, das ist ja das Wichtige, von 12.000 bis 20.000 Schwingungen pro Minute. Wir haben einen Schleifteller hier von 125 mm und ein Gewicht von 1,1 Kilo. Ja, beim Auspacken war ich selber überrascht, wie handlich dieses kleine Modell hier ist. Wirklich, also positiv überrascht. Jetzt wollen wir natürlich erstmal rausbekommen, ob er überhaupt was taugt. Ja, ihr seht jetzt hier schon an der Seite die Drehzahl, die Schwingschleifdrehzahl, die wir hier verstellen können. Von 1 bis 6 ist es gedacht. Das sind da praktisch diese 12.000 bis 20.000 Schwingungen pro Minute. Wir haben hier, könnt ihr gleich erkennen, die Staubabsaugung. Da passt der Click and Clean Adapter drauf von Bosch. Das kann ich euch alles noch verlinken. Das verlinke ich euch unten noch, auch das Gerät. Wir haben jetzt im Lieferumfang hier diesen Staubbeutel mit dabei. Das wollen wir nachher auch mal testen, wie viel der überhaupt auffängt, wenn wir mal schleifen. Aber da kommen wir nachher einfach dazu. Ja, im Endeffekt ist es gar nicht viel zum Erklären. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter noch dazu. Und ja, den Teller, den man auch austauschen kann hier. Betrieben werden kann der Exzenterschleifer mit allen 18 Volt Akkus von Bosch. Ich habe jetzt hier mal einen 4 Ampere ProCore Akku. Den werden wir dann nachher auch mit diesem betreiben hier. Passt gut rein. Und ja, und dann ist es eigentlich nur noch Papier drauf und los. Was das Schöne daran ist, ihr habt es gerade gesehen, beim Ausschalten, er stoppt sofort. Der Motor ist auch ein bürstenloser Motor. Jetzt schauen wir mal, wie gut das Gerät austariert ist. Was ich schon mal vorab sagen muss, er ist wirklich super ergonomisch geformt. Es ist super klein, ganz toll. Und hier haben wir hier eine Gummiauflage, eine schöne, wo man wirklich ganz toll die Hand hinlegen kann. Also da muss ich sagen, bin ich jetzt begeistert, weil er echt wirklich bequem zum Führen ist. Man ist auch sehr weit unten am Werkstück durch die Größe. Wenn man jetzt das Ganze mal mit dem elektrogebundenen großen Exzenterschleifer hier vergleicht, das ist der GEX 125 bis 150, da ist man natürlich auch sehr weit oben vom Arbeiten her und bei dem wirklich sehr nah am Werkstück unten ist natürlich auch vom Vorteil zum Arbeiten. Von der Genauigkeit her. Gut, jetzt wollen wir mal schauen, wie austariert er ist. Ich nehme jetzt noch einen Finger und legen es mal in die Mitte. Mal schauen, was da passiert. Ja, ist eigentlich genau in der Mitte austariert. Könnt ihr das sehen? Und zwar mit dem 4 Ampere Akku. Jetzt schauen wir mal, wie das mit dem 5 Ampere ist. Stehen tut er auch noch gerade. Und jetzt schauen wir mal. Also mit dem 5 Ampere Akku ist er auch noch sehr gut austariert. Mit einem Finger. Also wirklich optimal in der Mitte.
Und zum Führen ist er auch noch sehr schön, muss ich sagen. Gut, aber ich kann mir halt jetzt eins vorstellen. Ich habe hier noch einen 8 Ampere Pro Core Akku. Ich glaube mal, dann wird es auch relativ schwer. Tun wir mal den rein. Ja, das ist klar. Er kippt natürlich. Und ich denke mir jetzt auch beim Arbeiten hier, wenn ich jetzt hier so schön arbeiten kann, im 8 Ampere hinten, ich tendiere halt dann leicht schräg zu schleifen, weil natürlich das Gewicht, es ist jetzt nicht mehr richtig gut austariert. Deshalb zieht er natürlich schon ziemlich weit nach hinten runter. Also das heißt dann wirklich, das Gewicht, wenn man dann länger damit arbeitet, dass es dann wirklich nach unten zieht, so ein bisschen nach hinten zieht. Aber gut, wir wollen das Ganze dann nachher mit dem 4 Ampere Akku probieren und nicht mit dem 8 Ampere Akku. Und so ist er wirklich schön leicht zum Führen. Jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten Punkt. Wie schleift das Ganze? Wie ist die Staubabsaugung? Wie gesagt, ihr könnt ja an die Staubabsaugung auch noch den Adapter hinmachen, den müsst ihr euch dann kaufen. Und zum Beispiel den Akkustaubsauger noch verwenden. Wenn ihr mobil unterwegs seid und nirgends eine Steckdose habt, könnt ihr genauso auch mit dem Akkustaubsauger absaugen von Bosch. Aber wir wollen jetzt mal testen, wie viel dieses Gerät hier aufsaugt von der Leistung her. Da habe ich mal was vorbereitet. Ich werde jetzt mal einen Dauertest machen. Keine Angst, ich werde es vorspulen. Wir schauen mal, wie viel da nachher drin ist. Und ich schaue mal, wie lang dieser Akku mit 4 Ampere oder dieses Gerät mit 4 Ampere Akku schleift. Und zwar werde ich das Ganze unter volle Leistung machen. Also ich gehe auf die Stufe 6 und dann schauen wir einfach mal. Der Akku ist voll, 4 Ampere pro Core. Ich werde jetzt hier ein 80er Schleifpapier benutzen und werde auf der Stufe 6 das Ganze jetzt schleifen und jetzt schauen wir mal, wie voll der Sack hier wird, wie viel er absaugt und wie lange er läuft. So, noch Staubschutzmaske und dann geht's los. Mal die Staubmaske absetzen. Boah, Leute. Boah, schauen wir mal auf die Uhr. 50 Minuten. Leute, ich habe schon gedacht, es hört gar nicht mehr auf. Aber bevor ich jetzt weitermache, ich werde mir jetzt doch nochmal die Hände waschen und wir sehen uns gleich wieder. So, Hände gewaschen. Also ich hätte es nicht gedacht, dass er so lang durchgeht. Der Akku ist auch nicht wirklich warm. Wundert mich auch, die Maschine ist auch nicht wirklich so richtig warm nach 50 Minuten. Wow, aber natürlich seht ihr jetzt hier schon, außerhalb von der Maschine haben wir natürlich auch Staub, das ist aber ganz klar. Es hält sich jetzt in Grenzen für 50 Minuten Schleifen, aber wir wollen jetzt dann gleich mal sehen, was in diesem Beutel drin ist. Und dafür kippe ich jetzt einfach mal das Ganze hier aus und schau mal, was da so rauskommt. Ja, der ist gut voll. Also ich muss ich dazu sagen, in der Zwischenzeit habe ich auch viermal das Blatt tauschen müssen, also das Schleifpapier tauschen müssen. Aber wow, hey, boah. Ja, da kommt immer noch mehr raus. Also ihr seht es selber hier, das ist eine ganz beträchtliche Menge an Schleifstaub, was der Kleine hier eigentlich schon aufgesaugt hat. Also das wundert mich jetzt ganz schön. Es funktioniert gut. Wie gesagt, hier außenrum war es auch ein bisschen dreckig. Oder wie gesagt, die Maschine, aber das ist ja normal. Aber hier kommt auch noch was raus. Also der Beutel war ja schon relativ gut voll. Bin begeistert. Also schaut mal diese Menge an hier. Ja, um das Ganze mal in Zahlen auszudrücken, falls es jemand interessiert, ich habe hier mal alles aufgefangen, diesen ganzen Staub und gewogen. Und wir kommen da glatte auf 35 Gramm.
Es ist also gar nicht mal wenig, muss ich sagen, was da jetzt in den 50 Minuten zusammenkam. Die 50 Minuten waren aber auch vier Schleifplatzwechsel dabei. Die muss man noch einberechnen. Gut, das waren ein paar Sekunden immer zum Wechseln. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass diese Maschine 50 Minuten durchläuft. Am Schluss haben wir natürlich schon gemerkt, dass es ja ein bisschen schwächer geworden ist, das Schleifen. Aber mit dem 4 Pro Core Akku muss ich sagen, bin begeistert. Hätte es nicht gedacht. Ihr habt es natürlich schon gesehen, dass wir trotzdem Staub drumherum hatten. Aber das ist klar, wenn man nur den Beutel hat. Wenn man jetzt wirklich eine noch bessere Absaugung will, wie diese hier, was mich wirklich jetzt begeistert hat, ist natürlich klar, dass man hier einen Staubsauger noch anschließt. Dann funktioniert die Staubabsaugung. Hey, ist das ein schweres Wort? doch noch einiges besser. Zum Handling wollte ich noch was sagen. Also, was mir positiv aufgefallen ist, ich kann genauso hier auch mit einer Hand arbeiten. Am Anfang beim Schleifen habe ich nämlich mit einer Hand wirklich gearbeitet. Aber das ist dann natürlich auch auf lange Zeit bei 50 Minuten Durchschleifen ohne Pause schon anstrengend. Also, man kann hier aber auch gut mit zwei Armen, mit zwei Händen sehr gut arbeiten und die Maschine sehr sauber und sicher führen. Also, das hat mich ja auch noch begeistert von. Aber wie gesagt, gerade für Oberkopfarbeiten oder so, nicht ein schweres Gerät zu nehmen oder mit eins mit Kabel gebunden zu nehmen, finde ich das echt optimal, wenn man dann hier so schleifen kann oder auch auf einer gewissen Höhe schleifen kann, wo dann das Gerät dann wirklich auch schwer wird. Da finde ich das wirklich vorteilhaft. Bevor wir zum Fazit kommen, Leute, schreibt es doch mal bitte in den Kommentare unten rein, wie euch die Maschine gefällt, wie der Eindruck für euch ist. Und ob ihr auch schon irgendwelche Exzenterschleife habt, ob kabelgebunden oder Akku. Ja, also zum Fazit, ich bin begeistert von dem kleinen Gerät. Ich hätte es nicht gedacht beim Auspacken. Dann habe ich gedacht, was kommt denn da jetzt alles hier, was kommt denn da Kleines an? Aber es ist wirklich super ergonomisch geformt. Es ist einfach zu führen. Einhand, Zweihand. Die Staubabsaugung funktioniert gut. Mit Staubsauger natürlich noch besser, das ist ganz klar. Man kann verschiedene Schleifaufsätze drauf tun, dank dem Klettverschluss, also auch zum Polieren zum Beispiel für irgendwas gedacht oder halt dann die Fließaufsätze oder sonst irgendwas. 125er Größe. Ja, das wollte ich nochmal erwähnen. Broco-Akku würde ich wahrscheinlich nicht empfehlen, weil dann vom Gewicht her, also das ist es der 8 Ampere, würde ich vielleicht nicht so ganz empfehlen, weil ja, das kann jeder für sich selber entscheiden, aber vom Gewicht her finde ich das dann schon ziemlich heftig. Weil die Maschine neigt dann dazu oder wenn man es dann so führt, es ist ja super ausgewogen mit dem 4 und 5 Ampere Brocore-Akku und mit dem 8 Ampere neigt es schon ziemlich nach hinten zu kippen. Also das kann dann auch sein, dass man dann auf längere Zeit dann wirklich auch mal schräg ein bisschen schleift. Aber gut, ich würde mal sagen, wir sind jetzt wirklich komplett am Ende. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Unterstützt den Kanal, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Lasst auch ein Abo da. Und ja, bis die Tage. Servus aus dem Allgäu.